So, Kinders, da sind wir wieder im heimischen Fitnessstudio. Heute zeige ich euch drei Geräte, die ihr garantiert falsch benutzt. Naja, und solltet ihr tatsächlich zu den wenigen gehören, die die nicht falsch nutzen, dann achtet mal im Fitnessstudio darauf, wer diese Geräte benutzt und wie er sie benutzt. Ich wette, ihr findet die Mehrheit, die sie falsch benutzen. Ich zeige euch, wie man es eigentlich nicht machen sollte, wie es falsch gemacht wird und wie ich es hier fast immer sehe. Und dann, wie man es richtig macht. Also, kommen wir zur ersten Übung. Zunächst einmal mein absoluter Favorite, die Bauchmuskelmaschinen, die man erst so seit einigen Jahren im Fitnessstudio sieht. Vorher noch nie gesehen, sieht jetzt aus wie ein außerirdisches Raumschiff. Wie seht ihr die meisten daran trainieren? Auf der Schaukel. Genauso soll es nicht sein. Die Gewichte dafür brauchen wir erstmal nicht. Die kommen weg. Das Ding ist schwer genug. Und jetzt mal, wie man es eigentlich machen sollte. Hoch. Berühren, Spannung halten. Langsam. Nicht nach hinten, denn hier bringt es nichts für die Bauchmuskeln. Richtig. Also im untersten Punkt, wo die gerade noch angespannt sind, stoppen. Hoch. Kurz halten. Langsam. Stoppen. Hoch. So soll das aussehen, das gleiche bei der Maschine. Und wer das von euch mehr als 10, 20 Mal schafft, der ist schon richtig gut. Ihr werdet wahrscheinlich nie das Zusatzgewicht brauchen. Die zweite Übung, die ihr definitiv falsch macht. Und hier die nächste Übung, die ihr sehr gerne falsch macht. Dabei ist es eine recht beliebte Übung, denn der Bizeps ist ja recht beliebt bei euch, oder? Diese Maschine, Scott Curls an der Maschine, wird so ziemlich immer falsch gemacht. Zunächst einmal fängt er schon an mit der Sitzposition. Wir setzen uns weder hier unten hin, was die wenigsten allerdings machen. Die meisten setzen sich so weit nach oben, dass sie sich schön überbeugen können. Und dann haben sie hier irgendwo den Arm, aber genug Spielraum. Wie ihr seht, ich kann ein bisschen fuschen und nach hinten kommen. Außerdem sind sie hier mit der Hüfte so eng dran und der Oberkörper geht zurück. Den kann man also schön hier ziehen. Und wenn das Gewicht etwas schwerer wird, kann man richtig schön hier nach hinten gehen. Der Sinn hinter Scott Curls war es aber immer, den Bizeps zu isolieren und einem nicht die Möglichkeit zu geben, abzufälschen. Deswegen ist der Oberarm fixiert. Aber jetzt fixieren wir auf den Körper. Aufgrund der mangelnden Einstellungsfähigkeiten bei dieser Maschine sollte man auch am besten einarmig daran trainieren. Warum? Beidarmig seid ihr gezwungen, genau die Haltung der Maschine anzunehmen. Und jeder von uns hat eine andere Komfortzone. Manche können Bizeps Curls mit einer Langhantel machen, andere kriegen sofort Handgelenkschmerzen, müssen mit einer SZ-Curl starten. Manche müssen einen engeren Griff nehmen, manche können breiteren Griff nehmen. Hier seid ihr so gefesselt daran, wenn ihr nur einen Arm benutzt, könnt ihr euren Oberkörper seitlich platzieren, etwas mehr ran, weiter weg. All das könnt ihr machen und habt wesentlich bessere Möglichkeiten zu variieren, auch von den Handgelenken her. Jetzt aber, wir sorgen jetzt dafür, dass unser Körper die Achsel, der Übergang vom Oberarm zum Oberkörper, genau konform ist mit diesem Polster. Hier ist der Oberkörper dran und die Achsel, ich komme hier noch weiter runter, ist genau hier dran. Dadurch habe ich nicht, wenn ich eine Lücke hätte, viele Bewegungsmöglichkeiten. Ich bin genau daran und bleibe daran fixiert. Wenn ich mit dem Oberkörper zurückgehe, entsteht hier die Lücke. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Ich nehme das Gewicht hier raus und bitte nicht mit gestrecktem Arm, sodass ihr die Bizeps eben völlig überlastet. Immer ein wenig angewinkelt zum Arm, gerade wenn ihr mit hohem Gewicht startet. Dann könnt ihr langsam runtergehen, bis kurz vor der Streckung und hoch. Das Beste hierbei jetzt, Arsch nach hinten, nicht nach vorne. Dann neigt ihr dazu, mit dem Oberkörper nach hinten zu gehen. Macht den Arsch nach hinten, könnt ihr nicht mit dem Oberkörper nach hinten gehen. Also bleibt hier, konzentriert euch darauf. Im obersten Punkt richtig anspannen, richtig hart machen. Langsam runter. Hoch, ruhig ein bisschen schneller, wenn ihr wollt, aber stehen bleiben. So und nicht anders. Und dann knallt's auch. Und schon zur dritten und zur heute letzten Übung, die ihr definitiv falsch macht. Dieses Gerät hier. Hier gibt es zugegebenermaßen etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten. Zunächst einmal die Grundeinstellung.
von der Sitzhöhe. Sorgt dafür, dass eure Schultern auf einer Höhe sind mit diesen Gelenken. Seid ihr zu hoch, habt ihr eine schlechte Winkelübertragung, genauso wie wenn ihr zu weit unten seid. Das hier ist im Prinzip Synonym für eure Schultern, für euren Oberarm. Und das sollen wir kennen. Dann dieses Brett hier, das Polster, wo ihr eure Brust gegenlehnt. Soweit es geht nach hinten. Egal wie groß ihr seid, egal wie mächtig ihr seid, soweit es geht nach hinten. Denn was wir machen wollen ist, von der Sitzposition auch hier wieder Arsch nach hinten und leicht vorlehnen. Denn das hier ist eine Seitheben-Maschine. Wir wollen damit den mittleren Delta treffen, nicht den vorderen Delta. Und umso eher wir in eine leichte Schräglage gehen, natürlich nicht richtig schräg hier, eine leichte Schräglage, wie es gerade geht, umso eher treffen wir auch den mittleren Delta. Deswegen setzen wir das Polster auch ganz nach vorne. Dann zu den Rollen. Natürlich sind die Rollen dafür da, dass ihr da drunter greift und die jetzt hochhebt. Diese Griffe, vergesst die. Einfach vergessen. Die existieren nicht für euch. Denn was wir beachten müssen, ist ähnlich wie beim Seitheben. Wir wollen mit dem Ellbogen voran. Ich habe vor kurzem schon mal ein Video dazu gemacht. Hier in der Infobox, da ist nochmal ausführlich. Beim Seitheben müssen wir darauf achten, dass der Ellbogen vorangeht. Wie eine Marionette, wo am Ellbogen gezogen wird. So sieht die Bewegung richtig aus, auch wenn sie albern aussieht, zugegebenermaßen. Nicht so. Und wenn wir die so machen, die Hand ist der unterste Punkt, der kleine Finger ist nach außen und der Ellbogen führt die Bewegung an. Wenn wir das hier drauf übertragen, zum einen tun wir die Arme nicht nach vorne, es ist Seitheben. Wir tun die an die Seite unseres Körpers, unseres Torsos. Ich verstell mal die Kamera. Das ist vor dem Körper, das ist an der Seite mit meinem Körper. Ich lehne mich leicht dagegen, ich gehe nicht nach hinten. Sobald ich das Brett verlasse, faul, Arsch bleibt hinten und die Ellbogen gehen voran. Wenn ich jetzt die Hände hier hochhebe, können die Ellbogen gar nicht mehr vorangehen. Blöde Idee. Also lasse ich die hier unten und führe so die Bewegung an. Und auch hier wieder hoch, ruhig ein bisschen schneller, wenn ihr wollt. Den obersten Punkt halten, langsam runter. Hoch, halten. Langsam runter, hochhalten, langsam runter. So benutzt man die Seitheben-Maschine. So, meine Community ist klein, aber bitte, für all die, die das Video jetzt gesehen haben, seid mal ganz ehrlich und sagt mir in den Kommentaren, ob ihr eine oder sogar zwei oder sogar alle drei von den Übungen bisher falsch, meiner Ansicht nach, oder anders gemacht habt. Seid ihr auch anderer Meinung? Schreibt es mir, beziehungsweise, was mich auch interessiert, wie viele Leute erwischt ihr dabei? Bei eurem nächsten Training guckt man einfach, schielt man auf diese drei Maschinen und zählt mal, wie viele es davon richtig machen, wie viele falsch. Mein Tipp, mehr als 50% machen sie meines Erachtens falsch. Probiert es auch selbst mal aus. Selbst wenn ihr nicht überzeugt seid davon, dass man sie so macht, probiert sie mal so aus und vielleicht trefft ihr euren Muskel besser. So, das war's von mir. Denkt dran, Daumen hoch für jede einzelne Übung, die ihr falsch gemacht habt. Kommentare, abonnieren, Glocke, scheiße, ich bin raus.